vielleicht auch, weil man das immer wieder hört, wir sind irgendwie nicht koalitionsfähig, ja, quasi mit mir als Parteiobmann. Also wenn ich mir das so anschaue in den letzten Jahren, dann komme ich eigentlich mehr und mehr zur Überzeugung, dass der Einzige, der nicht koalitionsfähig ist, der Herr Kurz ist. Der hat das mit der SPÖ irgendwie zugrunde gerichtet, der hat die Koalition mit der FPÖ de facto gesprengt und jetzt sind die Grünen dran. Also das ist doch derjenige, der eigentlich nicht koalitionsfähig ist.